Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Enter the Gungeon und ich bin komplett fertig. Deswegen erwartet jetzt nicht zu viel von mir, aber ich werde mir trotzdem Mühe geben. Ne? Also alles zusammengefasst, oder? Job für dich? Oh ja, unbedingt. Biertrinker und Vollzeit gesucht. 4.800 Euro Monatsgehalt. Mensch, das ist natürlich top. Also. Du nimmst den... Ja, Krieger. Magin. Haben wir jetzt nicht irgendwie... Lass mal kurz irgendwie einen Zwischenstand holen, weil... Kann ich nicht übrigens. Weil ich... Der Stimme hat schon so viele gekillt. 12. 12 nur noch, na okay. Das waren mal 25 oder so? Nee, 40 insgesamt. Achso. Achso. Hm. Achso. Ich warte auch, dass irgendwie das letzte ist. Töte 10 mal den Licher oder so. Ich glaube, da muss ich weinen. Ich muss eher weinen, wenn man hört, wie manche... erzählen, dass es von Enter the Gungeon auch Winstreaks gibt. Was? Und da so, keine Ahnung, dass du bei 30, 40 oder sowas liegt. Dann muss ich wirklich weinen, wie schlecht wir da sind. Im Einzelspieler. Wie schlecht ich auch einzeln bin. Oder was willst du jetzt wissen? Nö. Weiß ich jetzt nicht genau, ob das leid. Oh, ja. Oh. Nein? Ja! Das hat ihn gekillt. Oh, geht das für uns? Weil er gekillt hat, oder was? Da zählt das für uns. Hast du noch einen? Oh. Weil es leichter ist als zwei Spieler, ist die Frage, oder ob das leichter ist. Natürlich nicht, also nur im Koop sind wir stark. Darum geht's doch gar nicht. Achso. Mir geht's ja um die Schwierigkeit, ob die Gegner schwerer sind im Koop, ob... Na gut, man muss halt besser kalkulieren, wegen... Oh, schreien. Wegen den... muss ich schon wieder schreien. Wegen der HP. Weil du sie dir halt teilst am Ende. Also ich finde ja aber im Endeffekt mit dem Wiederkommen, also du teilst ja nicht wirklich. Ja, teilweise. Hast schon recht. Teilweise? Teilweise schon. Also, wenn ich mich mal wieder vollheilen will und du dich mal wieder treffen lässt, dann ist es kein Teil. Da hast du recht. Also außer man schafft es auch jeden Boss immer flawless zu machen, dann... Ja, okay, sehe ich es an. Ja, das ist aber auch wieder so eine Sache. Im Koop, um einiges schwerer. Ist immer irgendein Vollidiot, der sich treffen lässt. Und weil die Gegner dann irgendwie sich immer mal von der Fokussierung ändern, ist es halt auch schwierig. Oh. Alter, warst du das? Nein, das war der Geist. Oh, du bist da lang gerannt, ich hab's noch nicht gesehen, aber mit deinem langen Arm der Gerechtigkeit. Warum genau hast du dich jetzt eigentlich treffen lassen? Ich war verwirrt. Und ich wollte zeigen, dass Koop schwer ist. Ah, wegen der Unfähigkeit des Partners. Zum Beispiel. Ah, ich verstehe. Aber ich würde es mit dem verschiedenen Fokus eher so schreiben, ja. Also, nee, Unfähigkeit Partner, das finde ich irgendwie bescheid besser. Ja, doch, eindeutig. Aber irgendwie immer nur der zweite Spieler, ne? Ja, also der erste ist immer top. Besonders wenn ich spiele und der zweite zerstört dann immer alles. Besonders wenn ich spiele. Also, wenn ich den zweiten spiele. Du spielst ja immer anscheinend, ne? Na, mach's auf, lass zu, mach's auf. Schädelspeier. Es reicht ein Schuss. Scheint schon mal nicht dort zu sein. Und den mitnehmen? Den Schädelspeier oder den Tisch? Den Tisch. Der Tisch. Er kann ja deine Gedanken sehen. Also ein bisschen wie so ein kleines Kind, ey. Können wir den mitnehmen? Können wir ihn behalten, er ist mir nachgelaufen. Nein, können wir nicht. Ja, bitte. Schön an der Kante hängen geblieben. Ist egal, ich kann mich ja beim Boss umbringen, haben wir gesagt. Ja, das ist ja voll der Vorteil. Aber werden wir nicht flawless machen. Das stimmt. Das machen wir ja nicht. Haben wir ja so ausgemacht, weil... Viel schwerer aus dem Korb. Achso. Fokusänderung. Ach, das ist du doch alles... Du ruhst dich gerade irgendwie darauf aus. Auf, das ist ja viel schwerer, oder? Dein ganzes Spiel basiert darauf, dich auf irgendwas auszuruhen. Ich sitze hier auch auf einer Couch. Also, nee, ich lebe auf einer Couch, daher. Alles gut? Rundkurs. Ein Rundkurs, der ist lustig. Rundkurs, der ist schön. Denn da kann man viele bunte Farben durch diesen Raum.
fliegen sehen. Naja, aber irgendwie ist meist nur gelb, was er fliegt. Mit Kugeln! Kugeln? Aha. Hey, wir haben Müll! Wolltest du doch sowieso viermal noch mitnehmen? Ja. Dann mach doch diesen Run zu deinem Müllrun. Müll mich nicht voll. Nö. Wäre das. Warte, muss ich bei dem Schrein? Fällt mir gerade auf, oder? Ja, die hilft mir zum Schluss auch. Mancha wird das wahrscheinlich sein, Lila. Grün ist doch meist Schrein. Oder kann mit Grün auch Mancha sein? Ich hab keine Ahnung. Ich hab darauf irgendwie noch nie so was geachtet mit den Farben. Und jetzt kriegt man einen Schlüssel. Hohn. Das ist schön. Hohn. Das ist hier der Ton. Da krieg ich den Kohlendreiecksschrein. Ist ein Schrein. Shop. Lila ist Shop. Shop, Shop. Freundschaft, Wahlzettel. Wahlzettel? Nicht? Für was? Für mein wiederaufladbares Item, was ich hier hab? Was du noch kriegen wirst, ja. Warum nicht? Bin ich der Meinung, dass du hier schlecht ist. Unten lang hat gehört? Ja. Gerne getroffen wird. Deswegen. Alles reingesteckt, was Schalle. Ach, ein viel guter Wind, ja. Gefällt mir. Und oben lang. Lenk dich weg. Viel gerade alles auf einmal. Ne, Bock. Schalle ist ja schön auf den Gegner geguckt. Guckt zu meinem Charakter runter. Eine Kugel direkt vor meinem Gesicht. Aber dann in dem Moment hat sie dann auch geblenkt. Eiswürfel. Ist doch gut. Einfrieren. Und aktive Gegenstände laden sich auf. Ist das einfrieren? Ne, nur aktive Gegenstände laden sich schneller auf. Sonst müsste es wirklich so eine Patrone sein. Abklingzeit, ja. Naja, und jetzt noch das andere. Das wäre Wahnsinn. Schlüssel kannst du auch noch kaufen. Was hast du denn da noch? Dieses Kisten zerschießen gibt irgendwie mehr... Ja, und Kistenfreundschaft, dass keine Mimik mehr kommt. Achso. Ah. Schwierig. Wasserfass haben sie uns hier zerstört. Das andere ist garantiert übelst weit weg, oder? Das war hier, rechts. Nee. Doch. Sollte man es machen? Für mehr Müll? Sehr gut. Du hast getreten. Also, jetzt machen wir mich nicht dafür verantwortlich. Für mehr Müll. Ich dachte, meine Arbeit selber als sehr gut bezeichnen oder etwa nicht? Ging nicht, oder wie war das? Im Solo? Genau. Was geht nicht im Solo, was? Ja, ich dachte, man kriegt das nicht um die Ecke, wenn man alleine spielt. Aber ging ja doch. Block! So, wo also, ist er? Da. Na, du musst ja sowieso noch einen Schlüssel holen, aber wie willst du das machen? Achso, ja, stimmt. Hat er recht. Job, Job. Jetzt gibt's da keinen. Willst du mal blinken oder so? Schön, dass du mitdenkst und beim Teleporter bleibst. Ach, wie, für was habe ich dich nur verdient? Ich hab geblenkt. Ausführung. Und blinken heißt von Teleporter weglaufen? Nein. Ja, siehst du, warum hast du dann gemacht? Einmal mit Profis, Leute. Einmal mit Profis. Du sollst doch Profi sein. Nee. Deswegen nicht. Bin ich eben nicht, deswegen will ich doch mit Profis zusammenarbeiten. Hör mir doch einmal zu! Ah ne, das haben wir schon in so vielen Folgen festgestellt. Das tut er nie. Das langweilt mich schon. Das nicht. Hab ich schon ein bisschen zum Fist gemacht, jetzt bin ich wieder müde. Was ist bloß verkehrt mit dir? Ich muss mit dir bei diesem Wetter hier spielen. Das ist so traurig. Du musst gar nicht mit mir spielen, kannst auch gehen. Hab ich doch. Ja? Also, was hast du? Also, nicht so aggressiv sein. Nicht so aggressiv sein. Da muss der Sniper ja mal einen Schuss versenken. Wie viel Schuss hast du denn eigentlich verbraucht? Apropos Schuss. 100. Und dann anderen was. Das war eigentlich der Unterschied bei den Grünen hier. Kannst du schneller schießen? Und gezielt auf dich. Naja, das nicht schnell. Da
Er hat auch eher immer hinter mich geschossen. Da mach ich doch einen Wegbericht. Achso, hat er? Ja. Okay. Rannte immer recht schnell irgendwie. Ja, wer warst du denn nochmal? Pulskanone. War das nicht gut? Nee. Aber gut. Du willst nicht nochmal in die Falle reinrennen? Nee. Sondern wenn es irgendwie eine schwarze oder rote ist. Du willst aber Müll haben. Oh. Ja, aber nicht bei einer schwarzen oder roten. Totaler Müll. Hänge. Ach doch, sowas nicht. Schöner Hänger, sag ich dir. Am Ende hängst du noch am Leben. Also. Das bei dem Spiel. Ja. Nee, mach ich nicht. Was du denn? Ich hab's getestet, ob ich am Leben hänge. Mach ich nicht. Alles gut. Mann. Lass mich einfach so treffen. Okay. Blau kann man dann von mir aus zerballern. Hui. Dann ist die Frage, ob in der anderen Kiste dann eine Waffe drin ist oder nicht. Ich hab sie mal weggestoßen von uns. War's nicht. Juhu. Endlich. Wieder den Schosskönig machen sollte, weil es wirklich Spaß macht. Hey, dann wird es eine kurze Folge, das ist eigentlich die Idee. Die Lösung für alle Probleme. Ja. Musst du nur noch am Anfang Fluch Level 9 mitnehmen und dann ist alles gut. Das stimmt. Nein. Das ist zu viel, Mensch. Oh, ich bin raus. Fuck, das ist ja der Maut. Ja, wir müssen ja den Dings nicht flawless machen. Das hat ja nicht zusammen. Obwohl, ich kann mich dann. Bei dem könnte ich mich töten lassen. Ja, deswegen ja. Oder lässt ihn einfach vorher töten. Das wäre auch eine gute Idee. Nee, finde ich nicht. Warum? Weil die Kisten mal deine Skills zeigen. Du musst ja die Kisten nicht aufmachen. Achso. Hat er recht. Ja, dann. Haben den nächsten Abgrund mit dir. Vielleicht bist du als Geist fähiger. Da ist der Gegner. Der Boss. Shop. Na, cooler Schrein. Mancher, okay. Und lila. Und das Schild. Okay. Gab's da auch einen Erfolg mit dem König eigentlich? Ja, ich glaube. Wenn man den so und so oft besiegt hat, muss man nicht sogar auch irgendwie 10-mal besiegen. Das war sehr knapp. 10-mal zu besiegen war sehr knapp. Ja, haben wir ja noch nicht geschafft. Haben wir nicht mindestens einmal besiegt? Ja. Irgendwie so ein komischer Run, da haben wir den zum ersten Mal gesehen und haben mit unserem Stinger den irgendwie gleich platt gemacht und dachten, hey, der war ja übelst scheiße. Passiv oder aktiv, je nachdem, wie du es sehen willst. Das war im Leben quasi die ganze Familie. Der war gut. Ah, das sind eingefallen. Alles klar. Geht doch. Ja, der Bumerang ist halt wirklich gut. Ja. Und der lädt sich jetzt durch die Eiswürfe schön schnell auf. Das stimmt. Okay, er bringt halt beim Bossen nichts, aber. Warum? Achso, naja, er stand halt trotzdem die Minions, die er spawnt. Wenn er was spawnen sollte, ja, das stimmt. Machen wir halt trotzdem. Wir waren überall, wa? Ja. Dann, auch wenn es die Waffe sein sollte, ist mir egal. Müll. Sehr gut, zweiter Müll schon. So, ich stürze mich in den Tod. Okay. Suche vorher noch ein paar Skills rauszahlen. Da können wir deine Blanks zumindest alle einsetzen. Können wir auch einen Geheimraum damit suchen. Können wir natürlich auch. Vollkommen Absicht. Ja, ich weiß, willst du ja umbringen. Ganz gut schaden eigentlich. Alter. Macht der Schaden eigentlich? Ah, fuck. Nee, der Bomber macht irgendwie keinen Schaden. Oh, warum? Warum hab ich mich da nochmal treffen lassen? Da nochmal und da nochmal.
Brauche ich da so eine schöne Lücke? Was machst du? Mich irritiert die Lücke. Ach so, ja. Ja, ich habe damit gerechnet, dass du was Konstruktives machst. Ich hab das Herz so schön palaziert auf dem Gitter. Okay. Auf Ladeschuss. Ja. So, wir haben 5 Blanks, also 5 Räume. Na, erstmal den hier. Nein. Dann Chop. Du? Ich. Nein. Dann. Ich weiß nicht, in den Kistenräumen. Nee, ich bin über den Fallenraum. Das geht doch gar nicht, oder? Das geht nicht. Was geht nicht? Im Fallen. Oh, sorry. Im Fallenraum geht nicht. Wieso nicht? Weil die Rollen links und rechts so gelaufen sind. Aber gerade durch? Ganz hinten. Ja. Das könnte sein. Ja. Nicht drauf geachtet, dass da diese Stanzer noch sind. Ich weiß nicht, wir waren ja. Ich hab die Kontrolle nicht. Also. Was in den unteren Kistenraum und glaube auch im oberen nicht gecheckt, ob da überhaupt der sein könnte. Ich glaube eigentlich schon, aber okay. Nee. Ich glaube, dort hast du nur so eine kleine Kiste aufgemacht, weil es halt grün war. Achso, es kann sein. Nee, ist aber nicht. Dann nehme ich mir den größten Raum, den wir haben. Und da ist er auch nicht. So, soll man es auf gut Glück setzen? Hast du ein gut Glück? Nehme ich jetzt die beiden Waffen in Mancha hole? Na klar, und? Risikofreudig. Komm, auf geht's. Und dann? Was erhoffst du dir, Metroid oder was? Ist ja irgendwie, die Auswahl ist ja recht klein. Ja, na, irgendeine coole Waffe. Was Brauchbares halt. Ja, die waren ja schon brauchbar, meiner Meinung nach. Tommy Gun. Na, super. Thompson, oder? Du musst mit Risiko spielen. Anders geht das nicht. Ich sehe da gerade noch nicht den Sinn, weil ich fand diese Abprallende ist da eigentlich auch stark, oder? Ja, deswegen dachte ich. 2 gute Waffen. Achso, naja. Naja, wenn es schon irgendwie Samus Aran, also Metroid gewesen wäre, wäre schon cool gewesen. Ich hab mich schon gefreut, mal eine, oh, ja, ja, eine Waffe zu kriegen. Oh. Ich war 3-mal kurz davor getroffen zu werden im Raum und ich werde bis zum Ende. Ja. Wir lassen das übrigens mit dem Geschosskönig, ja? Hab ich beschlossen. Ich mach du. Nimmst du gleich mit, ja? Ja. Jetzt ist die Stimmung am Boden. Na toll. Mach auf! Mensch, stand ja ganz schön lang. Du hättest nicht mehr reagiert, oder? Nö. Und deine Mundwinkel zieht sich immer weiter runter. Wie weit geht das noch? Ist das ein Experiment? Ja. Bis ihr das aussieht wie bei Merkel. Ja, du hast Maximum-Level erreicht, oder was? Ja. Aufnahmetest zum Bundeskanzler. Geschafft. Naja, du sollst nicht Kanzler werden. Warum nicht? Ist ja nicht gut. Du würdest immer so eine schöne Erdogan-Politik fahren. Hallo. Also hier ist das echt als Beleidigung an. Also, ich bin sowieso gemein, das gemeine Volk braucht einen Präsidenten von der Couch. Der die anderen von RTL versteht. Ja. Alter, das habe ich mich gerade 2-mal treffen lassen. Oder 2-mal sogar. Ratatatatata. Sagt der Benny da. Wir sollten den Boss mal schnell finden. Warum? Sonst bin ich tot. Ja. Mann, was ich da für ein Glück hab. Kannst dich wirklich glücklich schätzen. Mhm. Ein Koop-Player wie dir gesegnet zu sein. Ja, es ist halt nicht mein bester Tag. Aber das gibt's auch mal. Da war ich gestern eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, in mein Gesicht. Das ist
Schön, dass mich das jetzt freut. Ja, ich denke schon. Der ist scharf. Mit scharfer Munition. Der ist gerne einen scharfen Döner. Hättest du jetzt gerne? Ja. Weiß auch nicht. Das ist voll knicken. Da kriegst du die Muni nicht. Brauchst du auch nicht. Ich weiß. Ich würde mich eigentlich mal freuen, wenn wir mal Gunter kriegen. Wir haben den jetzt freigespielt, hatten den ja mal beim Last Run. Wo er nicht sehr viel bringt. Ja. Und ja. Jetzt hat schon mal Angst. Wo der Boomerang von oben wieder runterkam, bin ich übelst erschrocken. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Die ganze Couch hat gebebt, als du zusammengezuckt bist. Fast das Haus hat gebebt. Ja. Ein Flugzeug! So. Die Bomben, die Bomben. Nicht gesehen. Wenn du das sagst, wird es wohl so gewesen sein. Naja, ja. Naja, ja. Ich dachte eher die Ocarina. Nicht? Ein bisschen. Geht auch. Auch mich! Gleich. So gemein. Zwei Sonnen. Kein Problem. Ich bleib einfach stehen. Ja, doch nicht. Es war nur eine, oder? Sind wir acht, beide tot. Zwei Sonnen. Ja. Ach so, nur eine tot, meinst du? Die gestorben ist. Wir müssen ja wirklich fast gleichzeitig gestorben sein. Ja. Schön wieder, wo man sich da durchgearbeitet hat. Kann man nicht anders sagen. Ja. So glücklich. Oder gekonnt, aber eher glücklich. Gekonnt glücklich. Nein, du Assi! Was denn? Schön die Patrone hinter mir hergeschoben! Jetzt killt den endlich! Er löst ihn von seinem Leid! Wenn du nichts machst? Hast du gesehen, wie ich mich gerollt habe? Ich hab gedacht, ich brenne! Ich hab das Feuer gespürt! Du warst Feuer und Flamme für diesen Run, oder was? Oh ja, für den Raum. Und jetzt sterbe ich. Stark. Thompson okay? Ja, Muni ist bloß bald alle. Vor uns haben wir gleich mal dreimal hintereinander was bekommen und jetzt gar nicht mehr. Richtig. Wander. Richtig sonst was. Was war da? Panik. Bist du? Danke. Eigentlich hast du dich treffen lassen. Nee, hab ich ja nicht. Aber. Ja! Bouncy! Ah, nee, Blitz! Ist natürlich auch gut. Ist aber nicht gleichzeitig das, was der Roboter hat, oder? Nee, das sind jetzt die Schüsse mit Blitzen miteinander verbunden. So wie eine Waffe. Hä? So wie eine Waffe. Genau. Hier gab's nur Stroh. Das heißt, jetzt, wenn ich jetzt hier mitschieße. Ah ja. Ist halt nicht so schlecht. Mhm. Achtung. Schießen. Ja. Schlüssel. Schade. Ganz okay eigentlich. Ja, aber Müll wäre uns irgendwie lieber gewesen. Wir haben jetzt... Zwei, ja. Bereit? Oh, haben wir noch zwei Ebenen. Richtig. Ich werde definitiv sterben. Das ist alles gut. Hab mein Blank benutzt. Ist das gut. Oh, schade. Du hast gedacht, ich komme da noch irgendwie durch. Aber wir sind ja erstmal gerade mal bei der Hälfte. Das ist irgendwie das Problem. Oh,
Und, warte. Und diese Bewegungsmuster von diesen Schüssen. Zehntel? Einfach killen, würde ich sagen. Ja. Das ist nochmal gebufft. Komm her! Ja. Oh Mann ey. Wäre interessant gewesen, wenn du das mal gestunt hättest. Ob die Köpfe da. Ich hab's versucht. Dann hast du schon. Ja. Hier, wie war's? Bei, oder? Erst würde mich kurz interessieren. Baby? Nö. Nee. Okay. Das ist natürlich cool, wenn dann zwischen denen so permanent. Wenn die dort kleben. Dein ja. Herz. Da, links oben. Gib mir mal ein. Weil jetzt dann übelste Fallen bauen können. Das hätte ich halt extrem witzig gefunden, aber leider geht's nicht. Naja, gerade weil die, wenn die dort weiter stecken bleiben, dann werden die ja permanent. Ja, naja, deswegen. Die machen ja nicht so viel Schaden, weißt du, aber... Naja, wenn das permanent dazwischen ist. Müssen ja auch die Gegner permanent dazwischen sein. Das geht mal. Ist eigentlich das an? Nö, der war schon unten. Ne, der rote, der war da gerade. Man kann dort drüber springen, warum? Sonst ist doch die Kante immer so gemacht, dass man an der Kante hängen bleibt. Beim Springen nicht. Was ist dann? Welche Kante ist so gemacht, dass man hängen bleibt? Allgemein Kanten. Nicht? Dass man irgendwie beim Springen leicht. Den weiß ich's nicht. Auch mein Plan. Man sieht, zwei Dove, ein Gedanke. Ja, ich dachte auch eigentlich, dass ein größerer kommt. Ich auch, das ist eigentlich auch wieder auf diesen Dreierturm. Klar. Wie hier. Schlüssel. Fuck you. Du? You too? YouTuber. Das wird zerschossen. Klar! Klar wird das zerschossen! Oder was meinst du? Dass wir keinen Müll mehr bekommen. Immer dieser Müll. Ab und geht. Aua, ha. Geld gibt's ohne Ende. Ja. Da ist auch schon der Shop. Mit einem Fluchshop. Technik Zorn? Fliegen? Der Typi? Tischtechnik Zorn? Und noch zwei Schüsse, das ist natürlich irgendwie. Sehr gut. Genau das, was man braucht, ja? Tischtechnik Zorn. Ist das der Triple Shot am Ende? Ja. Könnte natürlich mit dem Blitzpatron nicht so verkehrt sein. Stimmt auch wieder, da hab ich gar nicht dran gedacht. Die Fluchlady ist natürlich in meinen Augen auch ganz gut. Was nimmt man für den Fluch auf sich? Also, was nimmt man, um permanent verflucht zu sein dann? Das ist noch eine. Wir müssen nur die Sonne töten. Und dann spawnt er noch mehr in dem Raum. Dann lass doch mal rechts irgendwo dahinter gehen. Wo noch? Ja, irgend so ein Beamer. Oh.
Alles gut. Huiuiuiuiui. Wir haben das andere Ding verschossen gehabt, ne? Ja. Also schon eine Explosion halt. Hm. Ah ne, das war durch die Explosion, alles klar. Was? Ja, mehr Schaden halt. Und trotzdem kein Triple? Ne. Die ist anscheinend dann irgendwie anders. Wir warten. Dann sei mal wütend. Oh, sehr gut. Das ist so super gemacht. Ich hab's gleich gemerkt, als ich reingekommen bin. Ich hab geblankt mal wieder. Really? Naja. Es hätte eh noch ein Herz, glaube ich, geheilt oder jetzt voll geheilt. Ich glaub voll nicht. Drei oder so. Die Blätter halt nur ein. Killet. Glück nicht diagonal. Sam wird geschoben. Schiebung! Oh, ich hab das Ding kaputt gemacht. Oh yeah. Tut mir leid. Wie gesagt, die Ration wäre halt echt cool gewesen. Ration? Warum? Naja, die macht halt eben, dass du sie einfach nur zur Auswahl brauchst. Ja, aber du kannst ja keine zwei Items mitnehmen. Weißt, dass du die dann nur da haben musst, ne? Und dann. Ja, dann heilst du dich im Notfall. So, da kann ich ja mal hier an mein Handy gehen. Ich habe mir eine zittrige Hand hier mit. Womit wär's besser? Alkohol. Du weißt, wo es steht. Waren ja am Wochenende auf diesem Trödelmarkt. Ja. Hatten sie dann auch diese Metallschilder, die man manchmal kennt, die manche in den Küchen hängen haben. Ja. Und da war dann auch ein Schild, ich bin ja, müsst ihr auch wissen, Wodka-Sammler. Da war dann auch ein Schild, trinke Wodka und deine Freundin kann auch so aussehen, mit irgendeiner nackten Frau dann dort drauf. Okay. Das ist natürlich fies. Ein bisschen gelächelt. Grün springt weg, ne? Ja. Ja. Geht dann auch weg. Boah. Überragend. Puh, sorry Leute, ich gerade nicht sehr viel rede, aber... Ist doch okay. Ich habe doch gerade die Leute super unterhalten. Ja. Also ich schreibe gerade so wie jetzt. Ah, es ist mit dem Controller so bescheiden zu machen. Jetzt kriege ich einen Krampf in den Daumen. Das ist eklig. Musst du nur noch gucken. Guck mal. Geht dahin, 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 Mitte. Heißt. Jetzt. Oh! Oh! Fuck, 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 fuck! Oh! Da gibt's den Tentakel aus dem Abgrund! Den hatten wir in irgendeiner Folge, die abgestürzt ist. Folge. Schade, schade. Willst du eine leere Waffe? Für was? So, einfach, dass deine in deinem Inventar ist. Dass es deinig ist? Dass du irgendwann, weiß nicht, Einheit auch so wie ich hast und dann kannst du dann schön hochpowern deine Waffen oder sind dann schön hochgepowert. Wenn ich Einheit bekommen sollte, das bekommst du ja irgendwie immer nur du. Das stimmt. Wisst ihr was, Elektrizitätsschüsse wären richtig gut mit dem Roboter an sich, weil der hat ja sein Magazin. Oh, sein Magazin ist ja einfach mal mit den, ja, 25 Schuss oder was das ist, so groß, dass er eigentlich dauerhaft das spammen kann. Nimm dir. Juhu. Ich brauch sowas nicht. Ich konzentriere mich jetzt richtig. Richtig hart. Wir waren noch nicht überall. Ja. Wenn du noch überlegen solltest, das zu kaufen, die Wachsblume war 40 und der Typ war 60. Auf jeden Fall meiner Meinung nach eine Überlegung wert. Der Typ, ja. Ja. Wachsflüge ist nicht zwingend. Nö. Ist nice to have. Ja. Bin ich halt eben auch.
Ah, was war das besser? Thompson definitiv. Also ich habe nur ein bisschen immer gespammt und dann mal gesprengt. Willst du eine zweite Waffe haben, oder? Nö. Und lieber erstmal du. Und ja, doch gerade mit den Elektro-Dingern macht die Thompson einiges mehr her. Oder? Ja, nö, nee, klar. Aber du sollst auch nicht komplett wehrlos sein. Bin ich doch nicht. Nach 100 Nerfgun-Schüssen werden dir auch blaue Flecken kommen. Und das stimmt. Alter, war das knapp. Alter? Ist jetzt den germanischen Glauben verfallen? Das war ja wichtig. So, ja, dann nehmen wir ihn mit. Da haben wir auch noch nicht wirklich rausgefunden, ob das was bringt, ob man, wenn man ihn mal irgendwo abliefert oder was auch immer. Ja. Er lebt halt nie so lange, der Schwächling. Naja, und man sollte ja auch irgendwie, wenn er tot ist, nicht mit ihm sprechen. Glaube ich. Weil sonst kriegt man ein Fluchlevel. Stimmt, und dann kommt Wasser so, dass er kommt wieder. Ja. Und dann lass man einfach mal liegen. So gut. Bouncy Typen. Sehr gut. So, dann auf zum Boss. Blanks. Und Leute, alle die jetzt unter 18 sind, müssten bitte jetzt ausschalten, weil das wird es zu einem Hentai. Klingt das eigentlich? Ja. Scheiße. Alle beide. Das heißt, ich muss jetzt nichts mehr machen. Das heißt, du musst jetzt nichts mehr machen. Ja, der ist einfach nur gedrückt und muss nicht mehr zielen. So. Ich dachte jetzt, weil wir getroffen wurden, müssen nichts mehr machen. Nichts mehr machen. Nö, nee, wegen dem. Ja, wegen der Waffe. Jetzt bin ich abgefangen. Danke. Aber kannst du mir überlegen, dann noch zu sterben? Ich weiß. Aber wir haben noch ein bisschen. Ich werde mich dann schon mal reinschmeißen, keine Angst. Siehst du? Sehr gut. Boah! Ist der stark! Mann. Der Koop-Spieler. Das ist ihn! Metroid! Na, was willst du dann haben? Also sagen wir so, Tentakel aus dem Abgrund hat den Vorteil, das haftet sich an und selbst wenn der Gegner verschwindet. Kommst du nicht hin? Selbst wenn der Gegner verschwindet, bleibt das dran. Ja, aber das würde ich dann für den Boss halt nehmen. Ja, na, die Frage ist, ob ich das aufladen sollte. Ja, denke schon. Okay. Für die Ebene jetzt brauche ich an sich kein Wasser im Blank. Jetzt nicht mehr. Siehst du? Tschüssi. Tschüdelü. Und hab ich gewonnen? Hab ich gewonnen im Lotto? Nein. Das ist meine App wieder und so gepackt ist, ey. Tja. Das werden wir nicht schaffen. Er hat unten bei sich beschworen, wer ist das denn? Also wie scheiße ist das denn, aber... Doch, nee, wobei! Wenn er lasert, ne? Ja. Er kommt zu dir. Er rennt zu schnell. Ja, das ist nicht so cool. Ah, das reicht. So, jetzt kannst du auch die Klebedings noch. Oder die Thompson. Ja. Die kannst du mir geben. Ja. Ich wollte es aber ihm geben. Da ging auch mal Gerüchte rum, dass man ihm eine Waffe geben kann. Da. Kann nicht. Ich hätte die Thompson gegeben, ihr habt alle gesehen. Oben kommt so ein Ding, ne? Kommt es nicht. Niemals. Nie im Leben! Du hast das Rage-Ding noch, fällt mir gerade ein, wenn ich Tische umdrehe. Stimmt. Wenn du Tische umdrehst, habe ich das Rage-Ding. Fiel mir gerade ein, wo ich den Tisch umgedreht habe. Irgendwie zur Zeit wirklich auf den zwei Sticks so viel Druck. Kannst du Thompson voll machen. So. Dass du permanent immer blankst oder was? Mhm. Wenn ich dann springe und denke, ich werde getroffen, dann ist ja immer dieses Zusammenzucken und ja. Ja.
Also zurzeit brauche ich halt die Tischtechnik einfach nicht, weil ich kille eh alles mit einem Schuss. Insofern ich den treffe. Blank. Ein Blank. Hallo, Blank, komm mit. Danke. Hey Blank, komm mit! Alle in die Ecke. Bam. Sehr gut. Nichts mit deinem Tisch. Dann weiter geht's. Was? So viel investiert. Ich wollte gerade sagen, warum ist der Jammed oder was da trotzdem passiert? Ja. An der Marke. Nein, nicht getroffen. Schöner Treffer. Oder? Ein Schuss. Och, war das knapp. Zwei Schuss. Ja, ich hatte ihn schon ein bisschen beballert. Was? War noch die Leiche. Okay. Boah. Nichts damit beschwören. So, und langsam ist er wieder voll. Jetzt schon voll. Wir waren noch gar nicht am Schrank des Vergessens. Oder am Zielwasserschrank. Nennen wir ihn Zielwasserschrank. Viel positiver. Für euch Kinder zu Hause. An den heimischen Fernsehgeräten. Okay, hat gereicht. Das ruckelt immer mal, kann das sein? Nö. So kurzer Hänger, Mikrohänger? Du bist ein Mikrohänger. Haha, kapier ich nicht. Du Hänger. Hast du hängen geblieben hier, ne? Nö, kapier ich immer noch nicht. Ja, immer noch hängen geblieben. Hm. Kann man leider nichts machen. Oh, was ist da getan? Das ist doch so schön langsam. Kann der eigentlich viele Schüsse fangen? Die Sprengmuni? Kann der die Sprengmuni fangen? Ich glaub schon. Kann doch einfach alles. Also diese Schüsse überleben, das kann er nicht. Na, gib her. Ich hab nur noch zwei Schüsse. Hättest du was sagen müssen? Ich hab's zu spät gesehen, ich hab rechts runter geguckt und dann war es auch schon längst eingesammelt. Oh, jedes Mal in dem Raum, glaube ich. Was brauchst du? Na, ich laufe nach oben, du läufst zur Seite. Ich werde von irgendwas getroffen, weil oben was schießt. So bin ich schuld, weil ich zur Seite gelaufen bin. Ja. Oh Quatsch, du wurdest aber gleich danach nochmal getroffen. Erklär das mal. Deine Mutter. Deine Mutter erklärt mir das? Ja. Jede Nacht, jede Nacht. Willst du das denn haben oder willst du mir draus machen? Entscheide ich bei der nächsten Kiste. Die wo ist? Hier. Die wo ist? Grundkurs. Bei diesem Mannschaft. Das ist so gemein! Klar. Noch ein Fluch. Deswegen habe ich mich treffen lassen. Deswegen gehen wir nicht zum Shop. Doch, wir gehen zum Shop. Gehen wir? Wir gehen nicht zum Shop. Doch, ist doch easy Raum. Raum. Weil wir ja nur auf die oberen und unteren achten müssen. Also das praktisch. Das ist schnell. So, und dann... Ui! Das war nicht gut. Der Tag. Genau. Ich verstehe eigentlich gar nicht, warum das eine nicht schießt. Es macht zwar die Animation zu schießen, aber schießt nicht. Sei doch froh, das war die schwere Stelle. Ja. Das lohnt. Ich hätte nicht hier hingehen sollen, ich wusste es. Warum hast du mich nicht abgehalten? Ist nicht. Ich kann dich nie abhalten, was Dummes zu tun. Ja? Grün. Das heißt, wir haben jetzt was? Grün-grün. Grün-grün. Was jetzt nicht irgendwie besser macht. Okay. Lauf! Das ist mal so wichtig gewesen, gegen die Wand zu schießen. Klar, die Wand war gemein zu dir. Der hat vor uns auf dich geschossen. Hat dich sogar getroffen. Nein, du bist vorbeigesprungen, ne? An der Plattform. Ich bin vorbeigesprungen. Ja, dann Doppelgrün oder was geht ab?
Ist nämlich irgendwann schon die... Alter Schwede. Ist schon die vierte? Kann das sein? Ist es? Weiß nicht. Hast du kurz gerade den Kurz über die Schulter geworfen oder was? Hat nicht geschmeckt. Kann ich sehen, ja. Naja, doch. Müsste doch Nummer 4 sein. Oder ist es Nummer 3? Ja. Ist Nummer 4. Na dann, so schießen wir die andere Grüne noch. Irgendwie müssen wir ja vorankommen. Es wird aber jetzt sowas Bitteres, dass es explodiert oder so eine Scheiße. Oh! Will! Ja, tatsächlich mal eine Chance, ey. Echt, so ein Widerling, weißt du? Ist der Müll. Aber okay. Wobei, sieht aus wie ein Lunchbrot. Ich weiß gar nicht, was er danach haben wollte. Was, dann wird er noch mehr Geld? Ui, du hast 4 Mal. Große Klasse, kann ich sie haben? Hier, bitte. Moment mal, was ist das? Sieht das für dich nach Mittagessen aus? Mir ist der Appetit vergangen. Ja, wie du gesagt doch kein hast. Müll. Brauche ich ein paar Ersatzteile. Alter Schwede. Das wird dann deine Aufgabe sein. Übrigens. Ne, ich überlege gerade. Weil mit dem Fluch, den ich im letzten Lauf hatte, haben wir so viel Geld bekommen. Im letzten Lauf? Lauf. Erstmal das für dich. Was nimmt man? Ich will den Tentakel. Du willst den Tentakel? Okay. Den Rest kannst du unter dir ausmachen. Das war dumm. Ich weiß nicht, warum das überhaupt geht. Warum tut er das? Schnell zurück teleportieren oder ist jetzt alles in Slow-Mo? Abblende. Frame für Frame für Frame. Wo sind wir eigentlich? Alter. Was hast du gemacht? Nix. Das Spiel explodiert. Du brauchst nix. Ich will nur zum Teleporter. Achso. Ich kann keine Karte aufmachen. Kannst du eine Karte aufmachen? Nee. Ich kann mich auch nicht bewegen. Junge, du hast meinen Run zerstört. Warum machst du sowas immer? Kannst du mir das mal verraten? Jedes Mal zerstörst du meine Runs, gerade wenn es gut läuft, ja? Das gibt's doch nicht gut, du hast 4 Mal Müll abgegeben, hallo? Kannst du mal wieder da reinspringen in das Loch dort? Warte. Gleich. Ja, ich seh schon, du bist wie Superman. Wisst ihr? Aus Rache ist jetzt die letzten Berliner. So. Die immer noch übrig sind. Weil ich doch mal. Guck mal, wie schnell ich springe. Schmeißo! Oh. Ich glaube, jetzt stürzt ab. Du stürzt ab, ja. Warum hast du mich verraten? Ich dachte, das war das gehässige Grinsen jetzt so. Warum vibriere ich denn so übelst? Wie der Bulle sich die ganze Zeit anguckt, wie... Du spielst mit einem Fall jetzt. Ich kann es ja nicht verübeln, aber... Endlich sind wir zu zweit. Ja, ne Jungs, was ihr nie machen solltet, versucht zu teleportieren. Übrigens, Bug Report kommt. Ja, bin ich auch dafür. Wir haben schwarz auf weiß. Es geht weiter. Bunt auf MP4. Oh, so kannst du den Boss easy besiegen. Ist echt alles ins... Nicht, wenn ich mich nicht bewegen kann. Wird schneller. Du kannst immer noch nichts machen, oder? Nö. Ja. Kann auch keine Karte aufmachen. Karte geht nicht, ne. Hast du das? Hm? Achso. Wie gesagt, Menü, alles geht. Das sieht schon geil aus, muss man wirklich sagen. Okay, Leute, ja, den Run werden wir jetzt wohl abbrechen müssen. Wir hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß. Und... Es tut mir ja sehr leid. Sag's einfach mal wie immer, bedankt euch bei Flo. Du wolltest doch kurze Folgen haben. Ja, aber doch nicht so. Danke, naja. Flo.